Wir sind im westlichsten Zipfel von Tschechien. Wir kommen gerade aus Rep, auf Deutsch Eger, und wollen uns heute Marienbad anschauen. Der Camper bleibt am Stadtrand stehen. Von hier aus geht es zu Fuß weiter. Marienbad gehört zu den 11 bedeutenden Kurstätten Europas, die Teil des UNESCO-Welterbes sind. Marienbad, Marianskelassene, bildet mit Karlsbad und Franzensbad das westböhmische Bäderdreieck. Bedeutender Kurort seit Anfang des 19. Jahrhunderts, besucht von wohlhabenden Herrschern, Künstlern. Bis zum Zweiten Weltkrieg, also auch noch nach der Gründung der Tschechoslowakei, war die Bevölkerung überwiegend deutschsprachig. Nach 1945, mit den Beneš-Dekreten, wurde die angestammte deutsche Bevölkerung enteignet und vertrieben. Bis zum Ende des Ostblocks, sozialistischer Kurort, danach setzte eine Privatisierung der Betriebe und die Sanierung und Restaurierung der Häuser ein. Bohème, wunderbar mehrdeutig, steht für Böhmen, die historische Bezeichnung dieser Region, aber auch für eine ebenfalls historische Subkultur intellektueller Randgruppen, wie sie in den Hochzeiten hier anzutreffen war. Zur Bohème zählten natürlich weder King Edward noch Kaiser Franz Josef, die sich hier im Ort begegneten. Luxus und Verfall liegen in Marienbad dicht beieinander.
war bisher meist von der Vergangenheit Marienbads die Rede, sehen wir hier im Bereich der Kuranlagen, dass der Badebetrieb in altehrwürdiger Kulisse keineswegs vorbei ist, sondern auch Gegenwart und Zukunft der Stadt bestimmen wird. In Marienbad entspringen 40 Heilquellen, in der Umgebung weitere 100. Hier im Badpavillon sind die unterschiedlichen Wasser in die Zapfanlage eingespeist. In diesem Hotel, vor dem ein steinerner Goethe nachdenklich sitzt, weilte seinerzeit der Prinz of Wales, ab 1901 King Edward VII. Von England. Heute steht das Gebäude leer und verfällt. Die Marie-Himmelfahrtskirche wurde 1844 bis 1848 im neobyzantinischen Stil erbaut. Sie besticht mit ihrem achteckigen, lichtdurchfluteten Innenraum unter einer blauen Kuppel. Skigebiet auf der Höhe über Marienbad, gleich neben dem Hotel Rübezahl, werfen wir einen letzten Blick auf die Stadt.
Und schon verabschieden wir uns von Marienbad und von Tschechien und fahren zurück nach Deutschland. Unser heutiges Ziel ist Zeil am Main, ca. 20 Kilometer westlich von Bamberg. Über dem Maintal und der Stadt Zeil liegt die Wallfahrtskirche Zeiler Käppele. Hier haben wir nicht nur einen tollen Blick in der Abendsonne, sondern auch einen ruhigen Platz für die Nacht gefunden. Aber erst nachdem wir uns den alten Ortskern angeschaut und den hiesigen Wein sowie fränkische Bratwurst probiert haben. Bei der ersten Tasse Kaffee schauen wir durch die schmutzige Frontscheibe der Sonne beim Aufgehen zu. Thank you.
interessante Fahrt den Main entlang, zurück nach Wiesbaden, schließt diese Reise ab. Damit ist die Oberfranken-Osterhasentour zu Ende. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.